Das Kleeblatt nutzte auch die zweite Länderspielpause der Saison zum Test. Dieses Mal ging es gegen den amtierenden österreichischen Meister aus Salzburg. Die Partie auf halbem Weg in Heimstetten bei München. Die Spielvereinigung, die beginnt überlegen, hat das Spiel und den Gegner zunächst im Griff. Das Ganze auch schön anzuschauen, zwingende Torchancen sind aber erstmal nicht dabei. Die erste Annäherung ans Gehäuse der Salzburger sieht das Trainerteam dann, als Robert Schul einfach mal weit aus der eigenen Hälfte draufhält, aber sein Ball aus rund 70 Metern dann doch ein paar Meter rechts vorbei. Ungefähr die gleiche Richtung nimmt kurz drauf ein Schuss von Tim Bodenröder. Der nimmt einen Abpraller der Salzburger Abwehr einfach mal direkt, aber auch sein Versuch geht rechts vorbei. Es dauert einige Zeit, bis auch der österreichische Erstligist das erste Mal aufs Kleeblatt-Tor abfeuert. Okugawa ist's, sein Schuss aber keine Gefahr. Nach einer halben Stunde nochmal das Kleeblatt-Freistoß, kurz ausgeführt. Nico Gieselmann zieht noch ein paar Schritte nach innen, sein Schuss aber zu zentral. Es bleibt beim 0:0. Dann die 38. Minute, Salzburg im Vorwärtsgang. Schmitz spielt den Ball in den Lauf von Leiner, der fällt. Schiedsrichter Dietz zeigt sofort auf den Punkt, Strafstoß gibt's. Kapitän Soriano, der läuft an und verwandelt sicher zur Führung für die Österreicher. Eine Möglichkeit gab's dann auch noch fürs Kleeblatt in der ersten Hälfte. Slatko Tripic mit langem Ball in den Lauf von Domi Kumbela, aber Torhüter Stankovic verkürzt rechtzeitig den Winkel. So bleibt's zur Pause beim 0:1 aus Sicht der Spielvereinigung. Unter Flutlicht ging's dann nach der Pause weiter. Achtmal hatte Trainer Stefan Ruttenbeck da noch gewechselt. Zwei der Neuen standen gleich auch mit dem Mittelpunkt. Florian Trinks und Jürgen Jasula spielen am gegnerischen Strafraum doppelten Doppelpass. Der Ball in den Lauf von Jasula am Ende. Der Rest ist Formsache. Eiskalt links unten zum Ausgleich verwandelt. Eine gute Möglichkeit gab es da noch fürs Kleeblatt. Mitte der zweiten Hälfte Jasula mit dem Ball auf Goran Šukalo, der aus rund 18 Metern aber ein bisschen in Rücklage kommt. Knapp drüber. Ja, und das war's dann auch. Am Ende bleibt's also beim 1:1 unentschieden zwischen dem Kleeblatt und dem österreichischen Meister der letzten beiden Jahre in einem durchaus intensiven Testspiel.